für mich ist immer ganz arg wichtig, dass ich im Schnitt selber Gänsehaut bekomme, ja? Weil wenn ich selber irgendwie nicht Gänsehaut bekomme und nicht selber hinter dem Produkt stehen kann, dann denke ich, wie kann ich das rüberbringen an den Zuschauer? Herzlich willkommen heute im Podcast Sascha Reich. Sascha ist 32 Jahre alt, er ist verheiratet, er hat zwei Kinder, er hat mit der Produktion von Musik angefangen 2005, hat Musikvideos produziert, seine Inspiration ging dann zu Hochzeitsvideos. Er hat sogar schon Hochzeits-Video-Workshop gemacht bei Riccardo Fasoli, also in Klammern Creative Wedding, da ist er bekannt. Er hat seinen Workshop besucht, wie gesagt, er ist seit 3 Jahren mit seiner Frau gemeinsam auf Hochzeitsreportagen und begleitet Brautpaare an ihrem schönsten Tag. Sascha, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Gerne, gerne, freut mich riesig. Fangen wir gleich an mit Persönliches. Wenn dich jemand nicht kennt und dich fragt, sag mal Sascha, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Also grundsätzlich bin ich beruflich freischaffender Künstler. Ich mache sehr, sehr gerne irgendwelche kreativen Sachen, Videos in allen Bereichen, habe aber mein Hauptaugenmerk schon auf Hochzeitsvideografie, also mache das wirklich auch zu 90%. Ich bin aber trotzdem nebenbei noch beruflich im öffentlichen Dienst tätig. Also ich arbeite als Erzieher in einer Ganztagesschule. Und ja, das sind so meine beiden Passionen, sage ich mal, und die sich auch sehr, sehr gut ergänzen. Ja, cool. Also ist das so der Ausgleich quasi. Nach den plärrenden Kindern ein bisschen Ruhe beim Filmen. Korrekt. Genau richtig. Ja, cool. Du hast mit deinen Videos quasi 2005 dann auch angefangen mit Musikvideos. Waren das dann so Rapper-Videos oder was kann man sich da vorstellen? Genau, richtig. Also bei uns war es schon immer so, dass meine Freunde viel Musik gemacht haben und ich in dieses mich mit diesem Rap-Ding schon immer irgendwie identifizieren konnte. Ich habe früher ganz viel Musik selber auch gemacht, habe Beats produziert, habe viel Sachen abgemischt, hatte viele Freunde auch, die da in die Richtung irgendwie was gemacht haben. Jeder hat irgendwie sich da kreativ ausgelebt. Und mein Ding war dann das Musikmachen und durch das Musikmachen bin ich dann im Grunde auch durch diverse Software-Dinger dann auch zum Videoschnitt gekommen damals. Mit was hast du Musik gemacht? Damals? Ja. Viel mit Fruity Loops angefangen. Das ist voll geil, das Programm. Weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Ja, das kenne ich, das ist voll geil. Aber alle, ja? Oh, buh, das ist voll alt, das nützt keiner mehr. Ich finde das voll geil. Also. Nee, voll genial. Ja. Also ein Baukastensystem und sehr, sehr einfach. Ja. Man findet schnell rein und kriegt halt ganz schnell ein Ergebnis. Und man kann sich halt extrem schnell weiterentwickeln. So. Das waren so die Anfänge und dann weitergemacht mit Cubase. Ja, das genau, ist ja. Natürlich, Cubase ist das mir zu hardcore gewesen. Damit habe ich aufgehört. Ja, cool. Wann wurde es denn bei dir professionell? Puh, das ist eine gute Frage. Also professionell ist immer so ein großer Begriff. Professionell kann man ja auch nicht wirklich irgendwie messen. Ja, meinst du mit professionell, wann ich Geld damit verdient habe, oder? Ja, kann man eigentlich zusammenfassen, ja. Also Geld damit verdient habe ich ab circa 2011, 2012, wo ich dann erste Aufträge auch bekommen habe, die dann bezahlt wurden, wenn dann auch mit einer Kleingage. Also ich habe wirklich klein angefangen, auch mit Freunden dann was zu machen und die wollten halt unbedingt sowas auch haben. Und gerade zu der Zeit war das ja noch so total im Kommen. Da gab es ja nicht wirklich jemand, der jetzt, man konnte sich nicht einfach so schnell mal eine DSLR kaufen, ja, die jetzt halt High Quality irgendwas abgeliefert hat, sondern man musste da wirklich auch viel mit den Aufnahmen spielen. Ich weiß nicht, damals war das wirklich noch, weiß ich, zu der Zeit haben wir mit Windows Movie Maker noch irgendwelche Sachen gemacht. Also, und das wurde da recht. Ja, ist auch viel, viel schwerer als in der heutigen Zeit. Und damals war es halt wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich habe halt irgendwann gesagt, hey, das nimmt mir einfach zu viel Zeit, zu viel Kraft. Ich muss jetzt einfach mal versuchen, dafür auch Geld zu nehmen. Und
Die Leute haben das dann aber auch honoriert und haben dann auch gleich gesagt, so ja, wenn du mir da genau das Ergebnis bringst, was du davor schon gemacht hast, dann bin ich gerne bereit, da was zu zahlen. Ja, und so hat es angefangen. Deine Frau ist ja Fotografin, was mich gerade ganz brennend interessieren würde. Also die Frage wäre jetzt eigentlich, was fasziniert dich an der Videografie am meisten, ist so der Unterschied zwischen Foto und Videografie. Von der Leistung her, vom Aufwand, was findest du da aufwendiger? Also, was an der Videografie aufwendiger ist, meinst du? Also die meisten sagen mal, ja, Foto ist genauso aufwendig wie Video. Das sehe ich aber nicht so. Wie siehst du das? Nee, sehe ich komplett auch so. Also, sehe ich so wie du. Die Sache ist, dass du, wenn du was über Video transportieren möchtest, dann musst du halt den richtigen Shot haben. Du kannst über ein Foto ganz viel erzählen, das ist halt ein Schuss. Und wenn ich halt über Video irgendwas erzählen möchte, dann muss ich irgendwie mit den Aufnahmen spielen und irgendwie versuchen, kreativ zu werden. Wir haben viel mehr Equipment, würde ich jetzt mal sagen, was ja auch so eine Sache ist, was man nicht unterschätzen darf. Wenn ich auf der Hochzeit unterwegs bin mit meiner Frau, dann beneide ich die manchmal so ein bisschen, wenn sie da mit ihrer Kamera rumläuft und ich hier mit einem Gimbal, einer Drohne, irgendwelchen anderen Sachen, ja, die ich irgendwie mitschleppen muss. 80% von unserem Auto sind mit meinen Sachen vollgepackt und sie hat die restlichen 20%. Ja, genau. Und das Storytelling ist einfach so unglaublich wichtig, auch für schöne, gute, gelingende Hochzeitsvideos irgendwie ein Gefühl zu transportieren. Und ich glaube, das ist auch das, was es, und auch in der Nachbearbeitung, was es in der Videografie einfach schwieriger macht und anspruchsvoller macht, zu arbeiten und Emotionen zu transportieren. Ja, das sehe ich genauso. Wenn ich jetzt deine ehemaligen Brautpaare fragen würde, Ja. was machen denn Saschas Videos so besonders? Was würden die mir antworten? Also ich glaube, es fängt schon mal mit dem Kontakt an. Ich glaube, der Kontakt ist ganz arg wichtig, so am Anfang, dass man ordentlich kommuniziert, dass man ja ein Produkt hat, das sich irgendwie abhebt von anderen Produkten. Viele Paare bei mir, gerade bei mir in der Region, haben schon gesagt, sowas haben sie in der Region noch nie gesehen, also wer es so erzählt. Ich hingegen kenne ja viele, die so arbeiten, ja, aber das ist halt eben so diese Nische und es gibt einfach oder es wird halt immer noch ja, viel so in dieser Reportageform gefilmt. Das ist jetzt halt nicht unbedingt meine Art zu arbeiten. Ich arbeite gern so in diesem Storytelling und viel so über Transportieren von Emotionen, eine Geschichte zu erzählen über zwei Menschen. Das muss nicht unbedingt das Brautpaar sein. Vor kurzem habe ich einen Film herausgebracht, wo es eben um ja schon auch um die Hochzeit ging, aber die Mutter des Bräutigams ist da also ein paar Wochen vorher eben an Krebs gestorben und mir war es halt einfach wichtig, diese Geschichte so mit zu transportieren in diesem Film, weil das einfach auch eine große Rolle an dieser Hochzeit gespielt hat. Und ich denke, sowas ist einfach auch was fürs Leben, wo man sich auch immer wieder anschaut und immer wieder gerne anschaut. Und ich denke, das ist auch das, was die Kunden so schätzen. Heute habe ich mit einem Bräutigam nochmal telefoniert, dem auch eben so dieses Moderne gefallen hat, ja, auch dass eine Drohne mit drin ist und dass eben auch bestimmte Sequenzen richtig genutzt werden und nicht einfach nur eine Drohne dazu genutzt wird, irgendwie ja, keine Ahnung, eine Brautgesellschaft irgendwie abzufilmen, sondern dass eben die Vogelperspektive als Stilmittel genutzt wird. Und ich denke, das ist schon sowas, ja, was einen Filmemacher auch im Grunde dann ausmacht. Sehr, sehr cool, sehr viel Information. Doch, also ich kann das so wieder, weil ich jetzt bin gerade so ein bisschen betroffen jetzt von der Brautmutter, weil das ist ja eigentlich Ja. der Tag, den eine Mama so lange hinfiebert, und wenn du den nicht erleben kannst, das ist, glaube ich, schon extrem hart. Also jetzt bin ich wirklich so ein bisschen baff, weil Ja, man aber ich kann verbindet. dich beruhigen, also es war wirklich. An diesem Tag war es war nichts Negatives, ja. Es war an diesem Tag auch was Schönes,
eben die Mutter dabei zu haben. Sie haben dann auch bei während der Trauung so, das habe ich auch in den Film mit eingebaut gehabt, haben sie der Mutter so einen bestimmten Platz gegeben. Dann haben sie nochmal gebetet für die Mutter. Dann haben sie am Ende eben Luftballons oder am Ende der Trauung Luftballons für die Mutter steigen lassen. Und es war sehr, sehr emotional. Das kommt auch in dem Film vor. Also einfach so, das auch als was Schönes nochmal mitzunehmen, dass eben die Mutter nicht weg ist, sondern dass sie immer im Herzen mit dabei war. Ja. Ach ja, so, machen wir weiter. Ja. hast du ein Alleinstellungsmerkmal? Alleinstellungsmerkmal, ich denke, das ist, also, wenn man sich meine Filme anguckt, dann ist mein Alleinstellungsmerkmal, wie ich meine Hochzeiten bearbeite, wie ich sie schneide, wie ich Perspektiven wähle. Ja, ich lege ganz viel Wert auch auf den Look, ja, wie sieht es aus nachher am Ende und auch die Geschichten, die ich erzähle. Also ich denke, wenn man einen Film von mir sieht, dann sieht man schon, dass er dann von mir ist. Also würde ich jetzt einfach mal so als Eigenwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung kann natürlich auch anders sein. Ja, doch, ich sehe eigentlich schon, ich habe mir ja ein paar Filme von dir angeguckt, man sieht schon, dass es von dir ist, ja. Das ist natürlich, ja, also man sieht es ja allein schon an, du hast ja diese schöne schnörkelige Schrift, die ist ja eigentlich immer dann Wiedererkennungswert. Am Anfang, ne? Ja, genau, das ist immer so der Wiedererkennungswert. Also ich habe ja dann dieses Paar-Shooting immer noch, wo ich dann die Sequenzen mit in die Filme einbaue und da habe ich einfach auch immer oft die gleichen Perspektiven gewählt und ja, wie ich mit dem Paar arbeite, es soll alles sehr natürlich wirken und ist mir auch absolut wichtig, dass es eben nichts Gestelltes ist, sondern immer was, ja, wo echte Emotionen halt rüberkommen. Sehr gut. Ricardo, du hast ihn getroffen, du hast von ihm gelernt. Wie mal bildest du dich denn jetzt weiter? Bitte nochmal, die Frage habe ich nicht verstanden. Du hast ja bei Ricardo gelernt, wie bildest du dich denn jetzt weiter? Jetzt im Moment? Ja, so, also du machst ja auch, sagst, du machst ja nicht immer das Gleiche, sondern hoffe ich, sondern du bildest dich ja auch weiter. Wie machst du das? Also bei mir ist ganz viel tun, ja. Ich mache ganz viel, ich probiere ganz viel aus. Auch auf Hochzeiten, muss ich gestehen, ja. Also es ist immer so, dass ich meine Safe Shots mache, aber ich versuche auch immer irgendwie einen neuen Twist reinzubringen. Versuche auch in der Musikwahl jetzt was ganz Neues. Ich habe erst gestern einen neuen Highlight-Film fertig gemacht, wo ich einfach wieder was ganz Neues ausprobieren wollte. Also bei mir ist so ein Prozess, der bei mir selber auch so ein bisschen läuft, wo ich mich bilde. Dann gucke ich natürlich ganz viel von Kollegen an. Ja, ich schaue mir, wie arbeiten die Kollegen, gucke mir viel auf YouTube an. Bis jetzt leider noch keinen Workshop gefunden, wo ich dann wirklich auch gesagt hätte, ah, okay, den würde ich schon gerne mal wieder besuchen. Aber ich hätte auf jeden Fall mal wieder richtig Bock, irgendwie was Neues zu machen und was ja wieder von anderen auch zu lernen. Also es gibt richtig coole Hochzeitsvideografen. Ich habe schon richtig, richtig geile Videos gesehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich stalke ja auch immer alle meine Kollegen, bevor ich die in die Gruppe hole. Ja. Und da sind richtig gute Videos dabei. Das Problem ist bei vielen, die sind dann irgendwie, finde ich, die wirken dann irgendwann arrogant und dann unsympathisch. Das ist dann leider dann meistens so der Nachgeschmack. Was ich bei dir gar nicht sagen kann. Ich finde, du wirkst sehr sympathisch und natürlich und also danke, da danke. Bist nicht abgehoben. Völlig gut. Kann ich nur zurückgeben. Ja, danke schön. Und ich denke, das ist auch wichtig. Also mir ist auch ganz ein großes Anliegen, dass man eben respektvoll miteinander umgeht. Wir haben alle mal irgendwie was gelernt, denke ich. Und also um nochmal auf Ricardo zurückzukommen, ich habe den Workshop besucht und es war einer wirklich der herzlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, auch in dem Business, wo ich mir so denke, ich denke, der hat seinen Platz gefunden so in dem Business und er hat auch überhaupt er muss sich nicht irgendwie verstellen oder er muss nicht irgendwie abgehoben sein, weil er weiß ganz genau, was er kann, was er macht und das Wissen weiterzugeben ist nicht selbstverständlich und die Einstellung habe ich einfach auch. Ich denke, ich habe von ganz vielen Leuten gelernt, ich weiß nicht, ob du den Danny kennst, auch aus Nordrhein-Westfalen.
Der macht auch Hochzeitsvideos, ich weiß jetzt auch nicht. Er hat vor kurzem auch mal was in der Gruppe gepostet, Da habe ich kenne ich gesehen. den bestimmt. Ja. Der Danny, auch ganz, ganz herzlicher Mensch eigentlich. Und habe von ihm damals auch ganz viel gelernt, als ich so angefangen habe mit Hochzeitsvideos. Es war auch einer der wenigen Menschen, wo mir da weitergeholfen hat. Aber es gibt die einen oder anderen, wo ich wirklich sage, die sind wirklich richtig gut und die helfen auch gerne. Und ich finde es ja auch wichtig, irgendwie den so, ja, eine Message weiterzugeben und zu sagen, okay, wir brauchen gute Videografen in dem Business. Es geht hier um die Paare und nicht um uns, nur um uns selber, ja. Und wieso soll man da nicht auch das Wissen teilen? Ja, Ja. wir haben das vorhin im Vorgespräch, wissen jetzt die Leute nicht. Wir haben vorhin gesprochen über die Videografengruppe. Die gibt es auf Facebook, Videografen suchen und finden. Und das ist meine Gruppe, wo ich mit begonnen habe, um die Leute alle kennenzulernen. Wir tauschen uns aus, wir geben uns Aufträge weiter, die wir gerade nicht wahrnehmen können und so. Und die Leute sind richtig lieb zueinander. Die sind richtig, die unterstützen sich, die geben sich Tipps. Wir haben jetzt ganz viele Neue in der Gruppe, die gerade anfangen mit der Videografie, die sagen, hey Mensch, das ist richtig cool, ich habe schon so viel gelernt da in der Gruppe. Und also das ist nicht, ich habe da bis jetzt einmal Shitstorm erlebt, den habe ich dann unterbrochen und dann war es das. Aber sonst bis jetzt, die Gruppe gibt es jetzt seit, glaube ich, seit einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so. Also, und die Ja. ist schon sehr groß. Jetzt sind wir schon bei 450 Leuten. Also es sind nur Videografen. Ich selektiere genau, wer da reinkommt und wer nicht. Und das sind alles ganz, ganz liebe, tolle Menschen. Aber jetzt sind wir bei dir. So. Machen Ja. wir weiter. Also, was würdest du sagen? Was macht ein Video unvergesslich? Was macht ein Video unvergesslich? Ich glaube, also da muss ich einfach auch wieder auf das mein Augenmerk auf die Emotionen legen. Also ich glaube, dass Emotionen ganz, ganz ja, ein ganz wichtiger Punkt in dem Fall auch ist. Es muss jetzt nicht unbedingt was ja, was Freudiges sein. Es sind ja viele Videografen, die dann so Happy-Videos machen. Ja, und es ist alles schön an der Hochzeit oder sowas. Ich finde, es muss irgendwie eine Emotion angetriggert sein. Das kann auch ja, Humor sein. Es kann auch was Dramatisches sein. Ja, also ich spiele ganz gern auch mit der Dramatik. Und für mich hat es was ganz Emotionales, wenn man eben ja, die Geschichte zweier Menschen erzählt und dann eben so einen emotionalen Kanal bedienen kann. Für mich ist immer ganz arg wichtig, dass ich im Schnitt selber Gänsehaut bekomme. Ja? Weil wenn ich selber irgendwie nicht Gänsehaut bekomme und nicht selber hinter dem Produkt stehen kann, dann denke ich, wie kann ich das rüberbringen an den Zuschauer? Also das ist für mich absolut wichtig, dass ich als allererstes mal die Emotionen irgendwie ja, auslöse. Ich habe schon so tolle Paare eine Hochzeit geschnitten, dass ich selber beim Schneiden davor saß und habe gebratscht und geheult ohne Ende, weil das Ja. so schön war, wo ich mir denke, boah, das ist genau das, was mir Spaß macht und was mich selber, wie du das sagst, was mich selber bewegt. Guckst dir das an, denkst, du hast Gänsehaut, du fängst an zu heulen und denkst, du kennst die Leute nicht, die sind fremd, aber trotzdem empfindest du das so mit, das ist schon ein Ja, sehr, sehr ja. schöner Beruf, den wir da haben, doch. Ja, ja. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit, du wirst es nicht glauben, ich fotografiere gerne. Nee, also in meiner Freizeit verbringe ich natürlich ganz viel Zeit irgendwie mit meiner Familie, mit meinen Kindern und ja, treffe mich gerne auch mit Freunden, auch viele Leute aus der Branche. Ich bin befreundet mit einem Hochzeitssänger, mit Fotografen, und es ist einfach immer schön, so einen Austausch zu haben. Aber ein großer Teil ist auch wirklich die Fotografie. Ich fotografiere wahnsinnig gerne auch Modelle und ja, arbeite einfach ganz gern mit Menschen zusammen. Und ja, das füllt mich auch mit der Familie und mit den Kindern, muss ich sagen, und den ganzen Beruf, Zeugs und so, füllt mich das auch aus. Ja, Also Freizeit wenig, aber dann Fotokamera in der Hand. genau, richtig. Ja. Alles klar. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Ja. Wow, das ist eine unglaublich schwierige Frage, weil ich immer ein Mensch bin, der so in den Tag reinlebt. Ich hoffe ja natürlich, dass ich irgendwann in 10 Jahren mal Filme produzieren kann, irgendwie, also in irgendeiner Art und Weise. Mir macht es natürlich sehr, sehr großen Spaß. Die Sache ist, dass ich bis jetzt noch nicht wirklich die Zeit gehabt hatte, irgendwie selber was auf die Beine zu stellen.
Wenn ich mich aber ja irgendwo sehen könnte, dann wäre das wirklich als Filmemacher für eine größere Produktionsfirma oder also ich würde gerne mal irgendwie mehr in Richtung Regie machen und ja, da einfach auch wieder so Kanäle zu bedienen und in Richtung Video was zu machen, weil es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Ja, ich glaube, das klappt ganz gut, weil meiner Meinung nach die Branche ist noch zu wenig. Also es gibt meiner Meinung nach wirklich noch zu wenig Professionelle. Es gibt viele, die jetzt kommen und fangen an mit dem, ja, ich mache mal ein Hochzeitsvideo und guck mal, was draus wird. Und die stellen dann ganz schnell fest, oh, das ist ja doch gar nicht so einfach. Und ich glaube, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Weil Regie, ich kenne jetzt auch, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Jemanden, der das macht und der macht das auch hauptberuflich und der macht das, weil ich finde das gerade so wichtig, dieses Videografie ist ja Kamera, Video, Schnitt, alles Ton, du machst alles alleine und das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht. Wenn ich ein Projekt im Kopf habe, dann möchte ich das auch 100% umsetzen mit Color Grading, mit allem und möchte mir da nicht von noch mit drei anderen Leuten, ja, sondern ich will das alleine machen. Also das ist das, was ich nicht so aus Bin der Hand geben würde. ich aber auch so ein Mensch. Ich gebe total ungern was ab, ja. Viele sagen, man soll immer outsourcen und soll sich auf das begrenzen, was man gut kann. Und ich bin so ein totaler, ja. So eine Videoglucke, ja, die dann irgendwie über seinem Projekt sitzt und am besten überhaupt nichts abgeben will. Bis jetzt habe ich das auch ganz gut hingekriegt, bis auf ab und zu nehme ich mal einen Second Shooter mit. Das ist schon wirklich so, weil ich einfach ja, abends die Zeit dann lieber wirklich mit meiner Familie genieße. Am Wochenende, da nehme ich mir dann auch die Zeit und dann bezahle ich halt lieber jemand, der mir dann die wichtigen Sachen für die Paare noch aufnimmt, aber die kreativen Sachen, ja, die mache ich wirklich noch alleine und da will ich auch wirklich nichts abgeben. Aber um nochmal auf dieses Filmemacher-Thema zurückzukommen, ich finde, es ist wirklich heutzutage immer noch so, dass Deutschland, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Deutschland mit guten Produktionen wirklich ein Problem hat. Die trauen sich nicht wirklich was zu machen. Also wenn ich Sachen, also deutsche Produktionen auch im Film-Fernsehbereich angucke, dann sehen die halt teilweise wirklich noch aus wie vor 10 Jahren. Und wenn ich mir dann andere Produktionen angucke, wie jetzt auf Netflix gibt es ja wahnsinnig viele Serien, ja, da gibt es spanische Serien, gibt es irgendwie holländische Serien, gibt es amerikanische Serien, die Amerikaner sind ja da sehr weit und die spielen auch viel mehr mit, ja, mit Bildaufbau, mit Sprache, mit Color Grading, wo ich da einfach noch ein bisschen ein Defizit in deutschen Filmen und deutschen Serien sehe. Und das ist wahnsinnig schade, weil ich glaube, auch Deutschland hätte da ein ganz, ganz großes Potenzial. Das ist so. Und so, jetzt sage ich dir mal was. Ich habe ja mit dem Sebastian Leitner, der kennt extrem viele Leute aus der Szene und der ist aus Wien weggerannt, weil er hat da ganz viele alteingesessene 90-Jährige, die da was, die haben leider das Sagen und die bestimmen zum Beispiel auch was im ORF oder die alten Leute gibt es auch beim ZDF und ARD und die bestimmen, was läuft. Wenn du dir ZDF und ARD-Folgen anguckst, das ist ja nur Trauer, Dramatik und nichts Lustiges und nichts Tolles, das ist alles so altbacken. Traumschiff, Tatort, das ist alles altbacken. Tatort ist sogar gar nicht so schlecht, finde ich, aber es ist alles noch sehr, sehr alt. Die haben sogar noch nicht mal den Trailer geändert vom Tatort, aber ist ja egal. Aber die Geschichte ist, dass ganz viele Leute weglaufen und gehen nach Amerika. Guck dir Til Schweiger an, der ist nach Amerika gegangen oder der ist dreht auch in Amerika. Wie heißt der Schweighöfer? Der ist noch so das Letzte, was noch so in Deutschland gute Filme macht. Aber der konzentriert sich nicht so, wie du sagst, auf Serien und macht nicht sowas mit Color Grading und das ist alles sehr, sehr eins. Das Problem ist, es sind extrem viele alte Leute an der Macht. Das hat Sebastian mir erzählt, wo ich darüber nachdenke und sagte, Scheiße, das stimmt, weil wenn ich mir das, was zum Fernsehen guckt ja eh keiner mehr, meist gucken eh Netflix oder YouTube. Die jungen Leute, die alten Leute gucken alle Fernsehen und das ist dann auch genau die Zielgruppe. Ja, Das ist leider korrekt. so, ja. Also das hab ich schon so oft gedacht, wenn ich irgendwelche Produktionen angeguckt habe. Jetzt vor kurzem war ich wirklich überrascht, habe ich auf Netflix eine Serie geguckt. Nagel mich nicht fest, wie sie hieß. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall dachte ich, das kann keine deutsche Produktion sein. Und dann habe ich die Synchronisation das erste Mal gesehen und es war tatsächlich eine deutsche Serie, wo ich das erste Mal so das Gefühl hatte, ah, okay, Dark, die meinst du? Deutschen sind jetzt langsam im Kommen. Meinst du Dark? Das ist der einzige, die ich jetzt kenne, die aus Deutschland ist. Oh je.
Ich weiß nicht. Also Netflix-Serien, ganz kurz, die ich geil finde, Haus des Geldes, und wir gucken jetzt gerade Prison Break. Dark, genau, ja, Dark, richtig. Ja. Dark, die kommt aus Deutschland. Dark hieß sie, ja, genau. Also wir gucken gerade Haus des Geldes, haben wir durchgeguckt, voll geil, unbedingt gucken. Habe ich angeguckt, komplett durch, bin jetzt durch. Hammergeil, egal, wir wollen das Ende nicht verraten, aber die schaffen es auf jeden aber Fall. Aber war Spanisch, ne? War Spanisch, aber war Spanisch, ja, aber voll geil, richtig geil. Und jetzt gucken wir gerade Prison Break, das ist natürlich voll amerikanisch, aber auch richtig geil. Ja. Es gibt halt richtig, aber das finde ich auch cool mit diesen Serien, du musst nicht stundenlang einen Film gucken, sondern du guckst eine Serie und dann, okay, lass uns weitermachen, wir kommen vom Thema ab.